Hallo und herzlich willkommen. Ich wurde gerade herausgefordert und ich nehme euch natürlich mit direkt in diese Herausforderung. In diese Herausforderung. Genau. Wieder gegen denselben hier, gegen den Ollen. Wir nehmen nochmal das Kriegerdeck. Ich habe da mal ein bisschen eine Karte ausgetauscht. Boah, wie spektakulär. Ich hab ein paar mehr Karten ausgetauscht. Ich habe da bei mir ein bisschen anders rummontiert. Ja, wir gucken einfach mal. So! Wollen wir mal anfangen? Krieg noch eine Karte. Die Karte tausche ich auch. So. Okay, also da hat man da mehrere. Ich dachte, man kann immer nur eine austauschen. Das ist ja natürlich gut zu wissen. Der lernt da sogar noch was. Der fängt an, eigentlich du, ne? Du fängst ich, an. Super, schön. Ich bin fertig. Oh, das ist ja schön, das ist ja schön. Jetzt kommt bestimmt wieder der Klassiker. Der Warlock kommt. Ich habe mit dem Klassiker gerechnet. Ist das jetzt Verschwendung, wenn ich... Ja, das ist Verschwendung. Das bringt jetzt nichts. Bringt nichts? Okay. Nee, das wäre hoffnungslos verschwendet, wenn ich das machen würde. So. Ey! Ey, was? Mein Warlock. Ja, hast du irgendwie ein Rad ab oder so? Nein. Ja, zieh ich jetzt einfach nochmal eine Karte, ne? Das ist jetzt klar. Was? Das kannst du nicht. Ja, und weißt du, weil du nicht brav warst, kriegst du nochmal einen auf die Fresse hier. So. Eine Münze und der. Und jetzt? Elfenbogenschütze. Aua. Ja, das ärgert dich jetzt. Ein bisschen, ne? Da bist du jetzt selber schuld. Ja. Immer auf die Kleinen. Wart du mal ab, du. Natürlich. Wart du mal ab. Wart du mal ab, du. Soll ich mal abwarten? Ja, warte okay, mal. Ich warte ab. Bis ich hier ordentlich Karten gezogen habe. Dann gib es aber aufs Maul, du, aufs Fressbrett. Aber hart. So von oben drauf, so Bombs. So, ich füge dir am Diener einen Schaden zu, damit ich eine weitere Karte ziehen kann. Aha. Und dann hol ich dir nochmal voll in noch. Ah ja, nochmal eine weg hier. So, komm. Stehe, das macht Sinn. Okay. So. So, und wenn ich jetzt, ne, hier. Wenn du jetzt so Schildmeister von St. Vincent würdest. Und dem Ansturm geben und dann dich angreifen. Ne? Ah ja, dann kriegst du ja Schaden. Das ist ja interessant, das ist gut zu wissen. Das ist interessant. Also, aufschreiben, das kommt in der Klausur vor. Was ist das denn? Richtig. Was war das denn jetzt? Ach, da zieh ich ja Karten, das ist ja nett. Vielen Dank. Oder Beutehamsterer. Was macht der? Zieht eine Karte, wenn er stirbt. Ja gut. Ja, wenn du nicht anders willst. Ey, ich wäre vorsichtig, Kollege. Warum habe ich denn jetzt? Achso, das. Er redet und redet, ist immer verwirrt, mein Kollege hier. Ich bin nicht verwirrt, ich will dich verwirren. Der Mani Berserker. So. Der Mani Berserker. Und wieder die Kaiserkobra. Ja, und jetzt merkst du, wie der Dünnpfiff durch die Hose läuft. Verleiht. Ach komm, fick dich doch ins Knie hier. Aber nur für diesen Zug, das bringt doch hier keinem was. Wenn du die Kobra angreifst, stirbst du automatisch. Ja, schade. Bin gestorben. Wäre gut. Wäre gut. Dann hol ich mir jetzt meine Karte wieder und bin fertig. Also das war jetzt schon so ein bisschen dreist, ne? Ich weiß nicht. Das war dreist. Und dreiste Menschen, den klopft man auf die Finger. Ja? Okay, jetzt ist mir schon was Finger klopfen. Ja. Aufs Geweih geklopft habe ich. Geweih geklopft, okay. So. Dann zeige ich jetzt mal einen ganz lustigen Zug. Ich bin jetzt den Zwielichtdrachen, ne? Was kann der? Er hält plus ein. Oh! Okay. Spiel ich jetzt noch mal der Natur. Ah ja. Im viel Leben und Spott. Aha. Ja. Dann guckst du doof. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so doof guck, aber. Weil dieses machst du kein Frosch, kein Schaf. Ja, das jetzt nicht, aber. Ich habe ja hier sowas zum Beispiel. Ne? Dann habe ich hier noch sowas. Ja. Und dann gebe ich mir noch Leben. Den hier. Und sie haben nicht mehr viel Zeit, dann ist er auch weg. So sieht das mal aus. Ja, dann spiele ich erstmal ein Messerdüngler. Ja.
Der Jongleur, der jongliert mein Herr schon gesagt. Geöffnet. Verstehe. Ah, aua. Was war das denn? Ist der bescheuert? Ich muss noch einen anregen. Und wieso? Ich will noch mal Kobra-Diamanten. Ey, jetzt wirft der wieder ein Messer, hör doch auf! Ich. Das geht doch nicht. Der wirft halt gerne mit Messer rum. Ja. Oh, bist du sicher? Oh, das könnte fatale Folgen haben. Ja. Findest du? Ja, wenn ich nämlich so mache. Genau die wollte ich treffen und wenn ich dann so mache, ne? Cool. Habe ich genau die falschen getroffen, aber das macht ja nichts. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Das ist natürlich doof, dass erstmal Messer-Jungler erwischt das. Das ist ziemlich doof, ne? So, und bevor du mich hier ständig mit dem Sechser angreifst, hau ich den einfach einmal weg. Krieg zwar 3 Schaden, aber dafür hast du keinen mehr. Cool. So läuft das. Ein geschickter Schaff. Das ist richtig. Jetzt hast du nämlich keine Viecher mehr. Und vorher war das Feld voll. Ja. Du hast das Leben. Hart, aber gerecht. Was ist das denn? Alter, warum haben alle hier irgendwelche Drachen und ich nicht? Ich will auch so einen Drachen. Los. Den hab ich mir gemacht. Bah. Du Sau. So, jetzt habe ich hier so einen Murloc mit Ansturm. Der stürmt hier den an. Okay. Zack. Ja, sehr. Okay. Sehr. Jetzt angestimmt. Okay, jetzt spiel ich meine heile Berührung. Heile mich, ne? Ja. Was? Anschließend spiel ich meinen Maler Wildnis. Ja, verstehe. Oder mit meinen Typen wieder buffen, damit du den halt mit dem Typ nicht down kriegst. Verstehe. Ich spiel noch mal. Ja, klar. Ja, ist klar. Ist klar. Man kann es auch übertreiben, ne? Ja, ne. Man kann alles übertreiben. Man kann echt alles übertreiben, du. Oh, ein Kern und ein Murloc Speer. So, dann, ne? Verstehst du? Ja. Das wäre jetzt voll unnötig, weil du wahrscheinlich mit deinem Speer meinen Kernhund angreifst und dann wäre der sowieso gestorben, aber so ist das, wenn man nicht nachdenkt, Leute. Ah, oder so. Okay. Stehe. Aha. Okay. Wenn du wüsstest, was ich alles noch für Karten auf der Hand habe. Vergiss mal anzugreifen mit den Viechern, das ist das Problem. Vollidiot, ein. Oh Gott, und gegen so was muss ich hier spielen. Gegen so einen Abschaum muss ich hier gewinnen. Genau. Ich gebe dir mal einen Tipp, das nächste Mal, wenn du ein Vieh spielst mit benachbarte. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß es doch, aber ich habe da einen höheren Sinn drin. Der wird sich dir natürlich nicht erschließen, weil das zu hoch für dich ist. Was ist das denn für ein Scheiß? Alter Move, ne? Behinderter. Aber wenn der weg ist, haben wir auch keinen Sport mehr, Kollege. Ist dir klar, ne? Das ist dir klar. Ja, dann machen wir noch weg. Dann mach ich auch. Noch weg. Okay, dann zeig mal, wir machen doch mal weg. Und machen weg. Pass auf. Ja. Pass auf. Ja. Pass auf, warte mal ab. Pass mal auf. Okay, ich warte. Warte mal ab, so. Du. Komm. Mach mal deinen scheiß Zug und dann warte mal ab. Geht hinter mir in Deckung. Ja, geh weg. Ja, jetzt warte mal ab. Ich warte. Ja, bringt doch nichts. Okay, ich warte. Ja, ich muss ja erstmal dran sein. Los, mach mal hin, da. Hau weg da. So, pass auf. So, wir haben jetzt einen Zug, um 27 Leben wegzumachen. Das ist gar kein Problem. Dann nehmen wir nämlich den erstmal raus. Und beenden die Runde. Auch gut. Ja. Ja, so ist das Leben. Du hast ja dein Druidendeck jetzt aufgepimpt quasi. Ist das jetzt gut? Ja. Wir können. Dann habe ich nämlich mal eine Idee. Hau mich mal weg hier. Dann testen wir das doch direkt mal hier auf Herz und Nieren. Ja, ich habe keine Idee, dass ich das Problem. Mach nix. Ah, schon wieder hier kurz vorm. Elite-Soldat der Korkron Ansturm, 4-3er. Was? Ich bin sofort da. Ich habe gerade meine E gekriegt. Ja, das sagen sie alle, AE gekriegt. Hm. Wir können uns in der Zeit ja mal das tolle Menü, ach so, da kann man
Qualität mittel, ah ja, Vollbild. Was ist denn, wenn ich jetzt Vollbild weg... Ne, ich will in der Aufnahme mal nicht probieren. Nö. Ihr könnt das Team in der Zeit ja mal angucken. Game Design, Blizzard Entertainment. Rob Pardo, was ist das denn? Aha, mal komm hier. Super Sport, jeder muss diesen Charakter, muss diesen Diener angreifen. Hä? Wie jeder? Verstehe ich nicht. Was heißt das sowieso schon jeder? Ich hab's hier herausgefordert. Erfolgreich, nicht Teil des Problems, meistens. Ha. So, ich wurde herausgefordert. So, dann wollen wir den nochmal testen. Nimmst du dein Dudo oder was? Immer Dudo. Ja, dann probieren wir doch mal aus hier. Versammeln kurz die Zuschauer. Und dann testen wir doch mal. Richtig. Nehmen wir mal hier das Elite-Deck hier. Ja, schützt du mal die Wildnis. Ich brauche mal eine neue Karte. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt noch was Schlechteres. Nein. Naja, auch nicht. Juhu, ich bin dran. Komm. Ah, toll, ey. Schon scheiße. Kannst du schon vergessen hier. Kannst du doch alles vergessen. Ist doch Quatsch. Nimm ich direkt mal einen Schluck Cola. Nur Schokola. Es sind das erstmal direkt ein Schluck Cola. Auf den Schock. Und das hoppla, hoppla. Sein. Das wollte ich aber nicht. Oh nein. Da ist mir doch glatt der Pfeil in den Bogen gesprungen. Der hat sich dann gespannt und dann ist er weggeflogen. Das ist, na gut, was will man da machen, passiert, ne? Passiert, da kann man, also, was versehen. Das ist halt das Problem. Ja, jetzt krieg ich den Einser da, wo ich den nicht mehr brauche. Danke, du blöder Einmana-Vieh. Braucht doch keine Sau. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr, geh weg. Die kommen dann immer, wenn er irgendwie... Das so. Ist so, am Anfang kriegst du immer die mit 7 Mana und so und die haust du dann irgendwann raus und bei 10 kriegst du immer die 1 Mana-Dinger, die dann keine Sau mehr haben will. War das wert? Todesrechnung. Das war ein Scheißzug. Das war ein Scheißzug, Alter. Das war ein richtiger Scheißzug. Das war ein Scheißzug. Pass mal auf. Das war auch ein Scheißzug. Was geht das so an? So, hier der Schwein hier mit Superangriff. Und in der nächsten Runde, wenn die aufgewacht sind, dann wird die aufs Geweih. Sagt er. Jetzt greift er bestimmt hier meinen Waldwolf an. Ja, ich kenne auch meine Schweine am Gang hier. Du bist sehr berechenbar. Sehr berechenbar. Okay, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh, natürlich ist das sehr berechenbar, wenn du dazu gezwungen wirst, dir eine Vieh anzugreifen. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Da würde ich sagen, nehmen wir nochmal den, ne? Ach, den schon wieder. Und dann, nee, Moment, jetzt überlege ich gerade. Nee. Wen nehme ich denn jetzt? Überlegen. Nee, ich glaube, das wäre sinnvoller, das so zu machen. Aua. Ja. Au. Ja, au. Dann greif doch meinen Bären an. Oder mach irgendwie wieder so einen scheiß Windzorn, Wirbel, Gedöns, Mondfeuer. Oder wie das heißt. Ja. Willst du Windzorn, Gedöns, Mondfeuer haben? Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ah! Das tut mir jetzt aber echt leid. Jetzt ist natürlich mal blöd, wenn immer zwei von den Fallen da rumfliegen, ne? Ja, ja. Ja, mein Gott, wenn einem passieren kann, kann er doch mal mit zwei passieren. So, was macht er jetzt? Jetzt marschiert er durch auf meine Leben, weil ich keinen Mitspot mehr hab. Ja. Komm, hör doch auf. Hör mir doch auf mit dem Quatsch. Ich soll doch aufhören mit dem Quatsch. Hör doch auf. Weißt du, lass es doch einfach sein. Das ist jemand, auf dem sofort Fass auf der Hand hat. Das finde ich immer richtig interessant. Ja, ich, spar mir das halt auf. Ich weiß ja, was du hast, ne, weißt du? Ja, so online ist das noch ein bisschen was anders, aber wenn man halt die Decks vom Gegner kennt, dann weiß man das. Prankenhieb. Da ist schon wieder dieser Wolf.
ist das denn? Ja, OP, OP, Druide OP, OMG, OMG, weg damit, hallo. Voll geil, hast du mal ins Beta-Forum geguckt? Sogar die ersten drei Seiten nur so Krieger-OP, Hexer-OP, so die ersten drei Seiten für alle Klassen. Natürlich. Also, aber das ist nur eine Sache, das kannst du spielen oder das kannst du nicht spielen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck dir das an. Ach. Jetzt ist cool. Jetzt, da hat er sein Druidendeck verbessert, aber irgendwie so das Gelbe vom Ei ist es dann wohl doch nicht. Ach. Ja, jetzt macht er hier wieder seinen komischen Manipulator, aber das interessiert ja im Endeffekt auch keine Sau. Ne? Naja, jetzt heilt er sich wieder mit irgendeinem Scheiß. Oder ja, geht auch, ja. Ja, ja, gehen wir auf die Leben. Das ist richtig. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich hätte den anderen. Ah, ne, der wäre ja nicht gestorben. Das Lustige ist ja, du siehst mein Nashorn, das verleiht ja mein Wildchen Ansturm, ne? So, und wenn ich jetzt hier den Kernhund spiele, so. Das ist auch ein Wildtier. Das ist auch ein Wildtier. So, und jetzt hau ich mal hier deine Rüstung weg. Jetzt kann ich hier schön, ne? So, zack, auf die Fresse und weg ist er. So sieht das mal aus. Ich hab echt immer das Gefühl, dass du einen Karten ziehen hast. Hä? Ja, ich habe am Anfang ehrlich gesagt ziemlich beschissene Karten gehabt, so. Aber ja gut. Wie gesagt, das halt, ich mag so schnelle Decks, die dann so zack, zack, zack. Ja, ich merke, die sehe ich schon. Ja gut, das war's für diese Folge. Ich würde sagen, ich probiere in der nächsten Folge nochmal ein anderes Deck aus, irgendwie ein Basisdeck von denen hier. Ich weiß noch nicht welche, aber ja. Vielleicht mal den Schurken oder so. Wir gucken mal. Haut rein, bis morgen. Ja, tschüss.